Grüß dich, Manfred. Freut mich, dass wir heute bei dir auf der Spielgame sein dürfen. Heute beim Familienwaldtag Oberösterreichs. Und im Rahmen vom bäuerlichen Waldbesitzerverband sind wir da heute halt unterwegs und bemühen sich da, dass die Leute ein bisschen Infos zum Thema Wald kriegen. Und um was geht's da genau? Naja, das Thema von heutigen Tag ist, dass wir praktisch die ganzen Bevölkerung in allen Altersklassen, von jung bis alt, die Familien, den Wald ein bisschen näher bringen. Ich habe gehört, da gibt es ein Gewinnspiel auch. Wie schaut denn das aus? Naja, wir wollten die Leute ein bisschen prüfen, gell? Ob sie aufmerksam durch den Wald gehen und dass sie sich ein bisschen ein Wissen mitnehmen. Und wenn sie aufmerksam durch den Wald gehen, dann können sie natürlich ein paar Fragen beantworten. Und wenn sie das da dann rein richtig ankreuzeln, die Fragen, ne? Dann haben sie natürlich die Möglichkeit, dass sie ein paar gute Sachpreise gewinnen. So, dann schauen wir uns die Stricken mal an. Wir haben zum Beispiel jetzt da drei Baumarten angezeichnet, dass wir einfach einmal fragen, ob die Eltern und auch die Kinder die Baumarten kennen, weil wir eben draufgekommen sind die letzten Jahre, dass einfach der Bezug direkt zu der Natur einfach nicht mehr so gegeben ist. Ich bin auf der Landwirtschaftskammer in Perg, der Forstberater für den Bezirk Perg zuständig. Und wir haben da gemeinsam auch mit der Landwirtschaftskammer Oberösterreich den Weg da im Wald initiiert und auch gestaltet. Und wir wollen da den Kindern und Familien und auch den großen Kindern das alles ein bisschen näher bringen. Ein bisschen spielerisch, ein bisschen lustig, dass man einmal einen Bezug wieder zum Wald herstellt, der dort oder da verloren gegangen ist. Und schneidet sich hinter mit dem Motorsack oder wieder mal mit einem Zugsack, so wie es früher war? Ja, im Prinzip lassen wir die Leute ein wenig schenken, ne? So wie es früher war. Und die lassen wir mit dem Zugsack schneiden. Und die Kinder haben im Prinzip so eine kleine Handsack und das taugt ihnen recht. Die Welt verheizt irrsinnig große Mengen Erdöl. Und angerechnet sagt man, dass ein halbes Kilo Holz 4 Liter Öl ist. Ne? Und jetzt messen die Personen messen auf der Station einen Holzscheiben aber schnell, was ca. ein halbes Kilo hat, dass man einen Vergleich hat zum Erdöl. Wir sind da bei der Station Arbeitsplatz Wald. Der Arbeitsplatz Wald ist ein sehr gefährlicher Arbeitsplatz für die, die was da arbeiten, genauso wie für alle Besucher im Wald. Es ist ja der Wald für alle zugänglich, für alle offen. Es darf jeder den Wald betreten, begehen. Und somit ist es auch wichtig, dass der Wald gekennzeichnet ist, wo es gefährlich ist. Und da gibt es eben die Dofin befristetes forstliches Sperrgebiet. Da werden alle Gefahren, die was im Wald lauern können für Besucher, werden damit festgelegt. Ob da gearbeitet wird, ob da Weg in Stand gesetzt wird, werden die Leute damit hingewiesen, dass diese Fläche momentan abgesperrt ist und nicht zum Begehen ist. Wir sind jetzt da bei der nächsten Station. Die Frage lautet, wie alt ist dieser Baum? Das ist eine ganz einfache Antwort für den, der was das weiß. Das ist ein Eichenholz. Die Frage lautet, wie alt ist dieser Baum? Zum Zählen, zum Feststellen ist ganz einfach, ein dunkler und ein heller Jahrring ist ein Lebensjahr des Baumes. Und wenn man das durchzählt, kann man dann exakt feststellen, dieser Baum hat erst ein Besucher durchgezählt, der ist gekommen auf 166 Jahre. So wie dieser etwas kleinere Baum, auch ein Alter von 60 Jahren schon aufweist. Wir möchten einfach die Menschen wieder die Natur schmackhaft machen und möchten uns ja als Kräuterfrauen eben da präsentieren, dass wir einfach wieder ein paar Kreuzen das wieder beleben, wirklich die Natur einsehen, was einfach Mutter Erde uns schenkt. Ich arbeite da im Kurs in Burg Graz im ersten Zentrum für TM, aber auch auf der Spiegel. Und ja, heute haben wir eben die erfrischende Kräuterbowle. Schön, dass du auch heute Zeit nehmen musst, dass du uns besuchst. Und was sind deine Eindrücke?
Ich sage einmal danke, dass ich wieder mal da sein darf. Die Spiekalm ist ja ein bekanntes Juwel in Bad Kreuznach und auch im Bezirk Berg. Und man kann da sehr gut regionale Lebensmittel genießen, man sieht Produktion. Es ist ein einzigartiger Ort. Und wenn ich jetzt zurückdenke auf diese Wanderung vom Familienwaldtag, den es das erste Mal gibt, man erlebt für die Kinder ein tolles Angebot vom Zapfenschmeißen bis zum Sägen von Holz. Und man bekommt auch die Bedeutung des Waldes einfach mit. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung auch, dass man eine gewisse Sensibilität braucht, um in den Wald zu gehen und den Wald genießen zu können.